Hallo Freunde, ich begrüße den 23. Part von Pokémon Schwarz. Im letzten Part waren wir N auf der Spur und jetzt müssen wir ihn weiter verfolgen zum alten Palast im Wüstenort. Ja. Und tatsächlich waren wir da auch schon mal. Ja, unbewusst. Ja, eigentlich doch bewusst. Ja. Okay. Ich würde davor noch gerne Goldbild entwickeln, damit ja, genau, wir müssen noch ein Level machen. Fliegen können und nicht zu Fuß gehen müssen. Ja, da vorher noch schon das Gras geraschelt, so. Ja. Also hier kannst du eigentlich warten, bis das Gras wieder raschelt, oder du machst einfach die vier hier fertig. Mir fehlt ja eh nicht mehr. Ah, komm, das Navi taubt noch. Oh, ah, Gott. Alter! Ja. Du hast mir gesagt, Alter! Wenn man es gerne auf den Tierschlägt, dann treffe ich nicht. Okay, so nimmst du es einmal. Alter. Wieso? Mach bitte Wuchtschlag. Wenn es trifft, dann ist es tot. Nee. Oh. Ich wollte erst mal actually know. Alter. Level 43. Und nun. Oh, Dreifu! Goldbild entwickelt Nani. Sich! Nani! Goldbild entwickelt sich! Die letzte Entwicklung, oder? Entwickelt sich noch jemand nicht, oder? Ein Schüler entwickelt sich noch. Alter. Zum absoluten Unit. Glückwunsch, dein Goldbild wurde zu einem Golgantis. Ja, Rambos. Rambos, das ist nice. Gestern schon Intensität, oder? Statt Eisenabwehr. Und dann, und wofür machen wir dann Fliegen anstatt Intensität? Statt Mega-Heat vielleicht, oder? Ja, doch, statt Intensität. Aber dann haben wir keine Bodenattacke mehr auf unserem Pokémon. Ja, dann lassen wir es lieber. Und tun Mega-Heat raus, so. Dann haben wir vielleicht nicht irgendwie eine geile Bodenattacke. Ich meine, wir haben Dampfwalzer. Wir haben nur Schaufler. Und Dampfwalzer halt so. Haben wir Dampfwalzer? Ah ja, hier. 60. 80. Ich kann fliegen auf den Packen. Jetzt kann er nicht fliegen. Oder? Doch, kann er. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich hatte den Weiß 2 im Team, der hat geflogen. Also Intensität würde ich sagen. Ja, dann Intensität raus. Bis wir Erdbeben haben, dann tun wir Erdbeben raus für Mega Heap. Du meinst Mega Heap raus für Erdbeben? Ja, ich weiß schon. Und da kommt die Unit in den Kampf. Jeet! Dann machen wir fliegen. Oder so. Ich glaube, den tun wir jetzt nicht mehr nach vorne, der ist schon ziemlich stark überlevelt. Ich glaube, wir sollten unser Starter ein bisschen leveln. Ja, unser Starter ist nach vorne. Wenn wir ins Wüstenresort gehen, spielt uns in die Hände. Und der Start ist einfach das niedrigst gelevelte Pokémon. Ja, am Anfang war es andersrum, jetzt ist es Golden so Wüste. Wohin müssen wir denn? Zum Wüstenresort, also nach Rayonus wäre eigentlich ganz okay. Aber von Rayonus ist es näher. Also auf nach Rayonus City. Soll ich Schutz aktivieren schon mal? Nee, noch nicht. Ist ja gleich hier nach oben. Du. Oh, hallo Darumaka. Marekamba. Marek Amba. Wir haben die ganze Route schon gemacht, das ist halt gut. Jetzt können wir auch durch Rushen zum Ballast. Mhm. Er ist Top-Shot an. Und ab geht's. Einmal nach vorne laufen. Oder hier waren wir noch gar nicht. Warte, wir haben ein Item übersehen. Tavi war so das über. Ist hier oder? Och man. Stopp, Jonas. Das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Jonas. Ich habe dich schon davor gefunden. Du hast tatsächlich noch vor mir bis hierher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Junge, die Viecher sind nicht mal Level 20. Ich verdanke es meinem Pokémon, dass ich es bisher geschafft habe. Lauro ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Sind das die Plasma-Mitglieder oder was? Hier war ja das Fossil.
Genau, wo du das Falsche genommen hast. Ist egal, ich will es wieder nehmen. Viridius, Alter. Meister Gates will es so. Es gilt nun herauszufinden, wie stark du bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, den Plasma zu schlagen. Aber ich will gar nicht kämpfen. Wie geht's denn dann hier weiter? Wir sind dann der Stuck gewesen davor. Ist noch neuer Content oder? Wir konnten hier gar nicht her. Da war die Tür versperrt. Ach, stimmt. Stimmt hier drin nicht. Ja, okay, man kann drin bleiben. Ja, ich weiß. Die haben halt nur so Pokémon, die gut für mein Asmodeus sind, actually. Ja. Ups, ich hab aus dem falschen Attacke eingesetzt, aber ist egal. Das Mera, la, la, la. Können wir nicht hier auch irgendwie einen Mod finden, ganz unten? Nein, das war in Schwarz und Weiß 2. Und wo finden wir dann Ramot? Ramot gibt es hier nicht in Schwarz und Weiß. Ganz höchstens ist ein, die Vorentwicklung finden und hochtrainieren. Ignivor? Aber, ja, Ignivor, genau. Aber Ramot wild gibt es in Schwarz und Weiß 1 nicht. Alter Palast. Ramot, alter Palast. Ramots Raum, einmalig, Level 70. Ja. Aber dann wahrscheinlich sehr spät erst. Ja. In Schwarz und Weiß 1, aber in Schwarz und Weiß 2 gibt es in Level 35. Ja, ich hab schon gelesen, ja, das weiß ich ja. Ich hab schon gelesen, dass es Level 70 gibt. Ich weiß nicht, wo genau das ist. Das ist einmalig. Ich hab's auch noch nie geholt in Schwarz und Weiß 1. Ja, ich auch noch nie. Im Raum gibt's sogar Lepumentas. Ganz unten. Dann geht's erst nach der Liga. Ja, maybe. Wenn wir den internationalen Publikum freischalten. Vielleicht auch erst nach der Liga Rematches. Auch möglich. Also schon gerne jedes Legi holen wenigstens im Spiel. Du darfst nicht rennen, mein Freund. Du darfst nicht rennen. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Oh, ein Top-Level, lieber du. Also lustig wäre, wenn ich da stehen würde, zu mir hingehen würde und dann in den Sand fällt. Ja, ich daran habe ich gerade auch gedacht. So auf dem Weg zu mir in den Sand fällt. Schon spaßig, wenn man überlevelt ist, ne? Ja. Ja, mit die Levelkurve in dem Spiel ist halt gut anders als in anderen Spielen. Hat Gold, Soul, Silver. Ja. Oder in Rot, Blau, Gelb. Und eine Arena, die noch. Die alle 50er Pokémon haben und dann wieder die Levelkurve runtergeht. Überhaupt keinen Sinn. Sandstein, an den erinnere ich mich noch. Hier wollte ich bestimmt. Spukball! Spukball! Es ist, aber das ist doch physisch, oder? Also, speziell. Ich meine, unser Ganzes ist physisch. Ja, es ist physisch. Also die beste physische Geistattacke, die wir dem beibringen könnten, wäre Finsterfaust. Was mit Phantomkraft? Oder gibt es hier noch nicht? Da bin ich mir nicht sicher. Ich muss noch eins nach oben gehen. Ja. Also sind wir schon weit unten, oder kann man das übelst spät unten finden, habe ich eben gelesen. Also sind wir schon legit kurz vor Ramot. Und den wird es wahrscheinlich jetzt nicht geben noch. Oh, das ist sicher. Trotzdem sind wir schon sehr weit unten. Oh, warte, wo muss ich nochmal? Irgendwie ist Kämpfe hier unten, glaube ich, oder? Ja. Ja. Double Fight, oder? Double Fight. Langweilig. Ach so. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Wir müssen jetzt nicht an. Zumindest noch aus. Oh, 42. Atmorei holt jetzt auch auf. Ich glaube, den trainieren wir auch so bis der 43, dann wechseln wir wieder. Ja, auf wen? Auf Ninja Dave? Ja. Oder auf Glaze. Aber ich glaube, Ninja Dave macht sich besser hier. Ja. Vivian ist halt übelst der MVP. Ja. Oh. Und was sind sie? Ja, sag ich, hier ist irgendwo schon.
Wieso kann mich an das hier nicht erinnern? Ich auch nicht. Los, Lies. Endlich eingeholt. Los, komm her. Los, komm her. Oh. Ich bin Laura. Sieh an, da ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja alle richtig Mühe, Reshiram, das zweite Drachen-Pokémon zum Leben zu erwecken. Doch den Lichtstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Ich habe einen Leuchtstein, reicht das? Nun denn, nein. Fühle dich geehrt, Jonas, unser König hat dich außer Korn. Sollte dein Herz von dem eitelnden Wunsch beseelt sein, dass Mensch und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. Sodass wirst du an unseren König in einer letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmählichen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich die Pokémon denn von ihren Trainern getrennt zu werden? Den Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist das, was ihr unter Freiheit versteht? Hört, hört, Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchstreifst du ziellos die eine Region. Und obgleich dich ein unerbitterliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist. Diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben. Wir sind Team Plasma und unser König wird von Menschen von Einheit beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will. Und genau wie einst der Held, der einer gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Zekrom und für unseren König ein angemessenes Schloss eingerichtet. Ich werde siegreich sein. Für alle Trainer, die ihre Pokémon lieben und für alle Pokémon, die ihren Trainer vertrauen. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegt. Bist du hier geblieben, nur um mir das zu sagen, du Wichser? Beleidigungen kannst du dir sparen, du Arschloch. Ach, du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt und zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstliebe, legen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund, du Internet-Rambo. Ich möchte dir gelegentlich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja gebrochener, insbesondere die ermattende, von tiefer innere Leere kündende Dunkelheit in ihren Augen mich in einen Zustand überschwänglicher Freude versetzt, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geiste. Ja. Lauro, was ist jetzt vor? Ich kehre zur Pokémon-Liga zurück und stelle mich in. Allerdings ärgert es mich, damit genau nach dem Wunsch von Getsis zu handeln. Und was ist mit dem Lichtstein? Lauro, gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, gute Idee. Hier ist die Luft zu stickig. Alter, ich will da weiter hingehen. Ich wette da weiter gegen es zu Ramot, oder? Ja. Da fehlen mir ja die Worte. Das will ich nicht sagen. Mir auch. Was mag dieser zwielichtige Ende bloß in Schilde führen? Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachen-Pokémon beweisen, dass er dem Recht ist? Alter, FTF. Jonas? 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 Hallo Jonas, bist du da? Ah, endlich habe ich dich an der Strippe. Hör mir jetzt gut zu, Jonas. Dass alle stehen und liegen und kommen auf der Stelle zum Museum von Lieutenant City. Auf der Stelle, hörst du? Los, ich meine das ernst. In Ordnung? Los, nimm die Beine in die Hand. Ah, ich kannte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche
bis hierher hören, ein richtig scharfes Gerät. Sie schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Ja, ziemlich, wie sie gelächelt hatte, Alter. Was mag dann nur vor sich gehen? Ich mache mich sofort auf den Weg zum Museum von Septerna City. Alter, und ich werde nochmal den alten Palast eingehen und die Lupe nehmen. Ich kann aber nicht glauben, was dieser Scharlatan von Zirkus sagt. Begib dich jetzt am besten schleunigst zum Museum von Septerna City. Nein, wir gehen jetzt nach Septerna City! Ich will das sehen! Alter! Ich will das sehen, Alter! Ich will Game Over gehen. Das passiert im schlimmsten Fall. Im besten Fall. Das ging ja schneller als gedacht. Mach ich doch. Safe Ramos, oder? Oh, weiß. Wait. Vielleicht Wait a minute. Vielleicht ist Ramos hier. Ah, jetzt hab ich's. Ah ja, Ramos ist dann hier und der spawnt erst nach der Pokémon-Liga. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Haben wir ein Fluchtseil? Ja, sollte ich haben. Oder auch nicht. Flinkklaue, Feuerjuwel. Ja, du hast kein Fluchtseil. Egal. Aber hier ist wahrscheinlich Ramotan, I guess. Ja, ja. Okay, gut. Wollte ich nur kurz wissen. Wir wollten es alle nur wissen. Wir sind wie Willi, wir wollten es nur wissen. Willi will Wichser. Weißt du, was Willi auch kann? Laufen. Das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ich kann laufen. Du nicht. Also auf nach Septerna City. Ich weiß irgendwie, die Federn voll Gigantes aussehen. Was ich gerade sagen wollte. Noch. Imagine, der Anime wäre so geworden, dass es genauso ist wie das Spiel an sich. Von der Story. Ja, her. Das wäre sehr komisch gewesen. Wieso aber ist das komisch? War das nicht im Film so, in einem der Filme? Was in einem der Filme? Im Schwarz- und Weiß-Film war doch so, dass Ash irgendwie legendäre Pokémon erweckt hat. Ich hab die Schwarz- und Weiß-Filme nie geguckt. Laura hat mich bereits über alles aufgeklärt. Da bist du ja in ein ordentliches Schlamassel geraten, Jonas. Ich bin der Auserwählte. Redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, der im Wüstenresort gefunden wurde. Genau. Der hat tatsächlich etwas mit den. Er hat tatsächlich etwas mit den Drachen-Pokémon zu tun? Gewiss. Bei meiner Nachforschung über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ihren Materialien verbaut wurden, die auf dieselbe Epoche hinweisen, aus der dieser Lichtstein stammt. Das wären eigentlich meine Nachforschungen. Wow. Unsere Nachforschungen. Es war echt gute Arbeit. Aber dann können wir ja wirklich vom Glück reden, dass Team Plasma vorhin nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde, oder? Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass die Halunken den Drakoschädel gestohlen haben. Weil sie vorhatten, das legendäre Drachen-Pokémon wieder zu erwecken. Ja, mit dem Schädel von Dragoran. Na gut, Jonas, dann nimm du jetzt den. Einen Augenblick, Jonas. Wenn du den Lichtstein an dich nimmst, bedeutet dies, dass du dich zum Kampf stellen musst. Wenn wir etwas zustößt, bist du darüber im Klaren? Dann nehme ich als Beweis für deine Entschlossenheit. Oder schreib hier noch, dass du nicht verklagen kannst, wenn du... Hier unterschreiben, dann ist gut. Ja, jetzt war das. Gut, dann pass mir schön drauf auf. Hier, nimm. So ist es also. Dann bringt der Lichtschein also die Macht den Pokémon und uns im Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir gut darauf Acht zu geben. Oh, Jonas erhält Lichtstein. Punkt, Punkt, Punkt. Und wie bemerkt, stellen wir nun, dass aus dem Stein das Drachen-Pokémon erwacht. Wie meinen? Naja, also. Ich hab's. Warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Wen meinst du denn? Jonas, ich werde mich auf den Weg nach Twin Drake City machen. Der Drachenleiter dort kämpft mit Drachen-Pokémon. Vielleicht kann man uns dort ja weiterhelfen.
Ich gehe schon einmal voraus, bis und warte dann dort auf dich. Bis bald. Natürlich habt ihr recht. Es ist gut möglich, dass Lysander aus Phoenix City etwas weiß. Hallo? Ja. Jonas! Bei mir ist das Stream kurz stehen geblieben. Hä? Jonas! Ah. Vergiss bitte niemals, dass deine Pokémon stets an deiner Seite sind. Wir geben uns dann zurück ins Labor, um uns über das Drachen-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man sich wiedererwecken kann. Nur keine Angst. Wenn du in eine Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zur Hilfe, so wie ich eben. Vielmehr, dass du die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Weißt du eigentlich, wie du nach Tundrick City kommst? Wenn du von Nevaeh City aus zur Zylinderbrücke überquerst, bist du schon so gut wie dort. Wenn dir meine Wegbeschreibung aber noch nicht reicht, dann wirf am besten einen Blick auf die Karte. Ach, auf die sehr präzise Karte, meinst du? Auf die unglaublich präzise Karte. Ja gut, dann auf nach Zwillingsdrachenstadt. Hä? Achso, oh wow. Ist nicht so, dass Tundrick City so übelst modern aussieht? Ich meine, da habe ich was gesehen. Ja, ich glaube, das ist die. Die sieht übelst modern aus. So ein weiß City-Feeling, irgendwie. Nicht nach oben, jetzt hier nach rechts. Weiß. Alter, bist du schon wie so wie Bell oder was? Ja, das war alles. Aha. Nach unten. Nach oben. Oder was? Brrr. Hey, Brana! Mit Brana! Oh, ich liebe Brana im Anime, Alter. Ja, Dings. Turner hatte ja eins, ne? Ja, mit Brana. Und sag mal so. Und hatte Ash nicht auch eins? Ash hatte einen Rocker im Mann. Alter, hat er auch einen mit Brana gehabt, oder nicht? Weiß nicht. Ich will mich dran erinnern. Topschutz. Da war er doch hier. Ranger! Pet Sneef! Ich brauche noch nicht bekommen. Dann müssen wir sie auch mal probieren. Okay, ich glaube es ist nein. Nee. Ja, weitergehen. Ja, zu den Tantrik kannst gehen, ja. Ey, wofür habe ich ein so ein dreckiges Schild, wenn der immer wieder reinkommt? Ja, du kannst. Ja, genau, Nitro-Ladung. Naja, fast Nitro-Ladung. Akkupressur. Genau, ich mach das Solarstrahl oder was? Ja. Anscheinend. Achso, ist Akkupressur mal random was macht oder was? Anscheinend. Dann hab ich die Attacke nicht kennst, du hast VGC gespielt. Ja, ich benutze manche Attacken nicht. Und Akkupressur ist mir halt nie eine Attacke. War nie eine Attacke, aus der ich schlau geworden bin. So. Ein Giftstich. Steche dich mit Giftkick weh. Sieht man nicht irgendwo wie. Warte mal, man kann die glatt polieren. Wow. Unglaublich. Und sogar wann wir die erhalten haben. Das habe ich früher mal gemacht. Die war aber stinklangweilig, du. Mir wird stinken, wenn ich du wäre. Mir würdest du werden, wenn ich stinke. Matschbombe! Ich würde du werden, wenn ich stinke. Was? Wieso sprich ich mich nicht so an? Weil sie Anstand hat und nicht einfach random Leute anquatscht, wenn sie nicht kämpfen wollen. Autastfluch. Warte, war das nochmal? Deine Fähigkeit ist weg. Die Attacke kannst du jetzt nicht mehr einsetzen. Dann einfach Ladungsstoß. Juckt dir eh kein. Elektro ist Elektro. Road ist Road. Fassade, Stefan. Fassade. Partie. Barschuft. Was?
Ja, Glass hat auch ein bisschen was drauf. Ja, du weißt ja, Glass, unsere Videos nie geguckt. Das ist ja schon Mobbing, was wir hier betreiben. Okay, hier geht's schon weiter. Ja. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr an diesen letzten Part vom Spiel kann ich mich kaum erinnern, actually. Ja, ich auch. Alles absolut irgendwie. Das ist ein bisschen verloren gegangen bei mir. Ja, diese böses Team, legendäres Pokémon Stories mit diese. Ja, das waren immer so ein bisschen boring. Aber ich fand die in Pokémon X gut, die mit legendären Pokémon Story. Ja. Die ganze Geschichte da mit diesen Typen und seinen Pokémon. Und dann diese, ja, diese Maschine, die es wieder aufwecken lässt. Ja, geht doch weiter. Geht doch weiter. Oder geht's hier weiter? Ich will hier noch kurz zu Ende machen und dann nächstes Paar machen wir die Silberbrücke. Das ist wieder 26, oder so, ja. Wieder 26 Minuten. Es ist ernsthaft? Ja, ich verarsche dich nicht. Alter! Ja, gut. Wir haben ja auch den ganzen Tempel in den Part gemacht. Ja, gut, stimmt. Ich meine, weißt du jetzt, wo der Mod ist? Zeit immer wie im Flug, du. Achso, weil wir das Fliegen auf Ganzes haben. Hier ist auch irgendwas, oder? Ja, aber was weiß ich. Ich will wahrscheinlich irgendein Legendäres Pokémon. Warte, wie nein, jetzt? Hier ist nichts. Kein Legi. Irgendwelche Items oder kein Legi. Warte, ist Morph von Nevaio. Da ist nichts Legendäres, denke ich. Ich guck mal nach. Vielleicht ist hier was Seltenes. Ich selber kurz nach, warte. Hier ist. Welches ist nicht, nichts mit F? Ja, kein Legi, kein gar nichts. Das sieht aber übelst nach aus. Ja, und die Musik lässt sich auch vermuten, aber gar nichts. Kein Event, gar nichts. Ich will den Auto kurz erkunden. Ja, gut. Sollen wir noch erkunden oder im nächsten Part? Erst im nächsten Part. Hier, bei mir ist jetzt Essen angekommen. Okay, dann lass mal irgendwo weitermachen. Machen wir das hier. Ja. Bis dahin. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet bei Pokémon Schwarz wieder ein und auch bei Zelda einschalten. Das war echt spaßige Parts gerade. Vor allem das ist so geil, ist nicht. Ich habe übelst Bock aufs Game. Die Stellen mach ich noch kurz. Erkunden wir das im nächsten Part und gehen in Richtung Twin Rock City. Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss.